Dann starten wir mal, ne? Wir starten durch. Bei AOT. 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 Die coolen Leute sagen AOT. Nein, sagen sie nicht. Nein, sagen sie nicht. Okay, Dennis sagt AOT. Die coolen Leute nennen es bei dem japanischen Namen. Shingeki no Kyojin. Ja. Sorry. Ja, ich bin nämlich einer von den coolen Leuten. ja, genau. Letztes Mal haben wir gelernt, wie man kämpft. Dann haben wir ein bisschen mit Leuten geredet. Und jetzt sind wir in unserem ersten Fight gegen echte Titanen. Die Kacke ist am Dampfen. Aber hallo. Und da ist er. So. Wir wissen ja noch, wie es geht. Ja. Und zack. Und jetzt, der versucht natürlich auch, mich zu kriegen. Und tot. Haben wir geschafft. War echt nicht so schwer. Nee. Mission Success. Das war's jetzt, ja? Ja. So, kann ich jetzt rausgehen und den Großen töten? Oh, darf ich natürlich wieder nicht. Wie der tritt jetzt, der latscht nochmal gegen unsere Mauer. Das ist unsere Mauer, hör auf zu latschen. Aber da ist doch schon ein Loch. Wie groß soll das noch werden? Au. Wir hätten da nicht stehen sollen. Nee, das wäre besser, wenn nicht. Das ist auch so ein Wackelkopf. Die haben echt so, hat ein bisschen was vom Wackeldackel. Der rennt. Der kann rennen. Oh. Oh oh. Near death state, your movement will be restricted. For example, you will not be able to move as quickly. Okay, also wenn wir fast tot sind, können wir uns nicht mehr so schnell bewegen. Focus time aktiviert sich dann. Time will slow around you to avoid the titans before the focus meter. Be careful, focus time can only be. Okay. Abhauen. Genau. Ja, das war meine Idee. Genau. So, jetzt kann ich hier einen Heiltrank nehmen. So. Und jetzt töte ich einfach den auch noch, ne? Ja. Guck mal, der sieht nicht so nett aus. Der lächelt. Der vorher sah netter aus. Ja, der lächelt nicht. Was war denn das? Hä? Weiß ich auch nicht. Irgendwie war der Winkel, glaube ich, gerade scheiße. Hier ist es zwischen den Häusern, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Der einfach mal nur so hinterher guckt. So. Also irgendwie ist, weiß ich nicht, ob ich einfach sehr gut bin oder. Also ich meine, es ist schon recht blutig, oder? Können wir es machen? Er ist komplett mit Blut bedeckt. Die werden ja immer größer. Was ist denn da los? Die spawnen immer zwischen den Beinen. Ich glaube, der Große kackt die aus. Oh jetzt. Gott, wie er läuft. Wie so ein japanisches Schulmädchen. Yeah. Senpai. Ich glaube, das ist auch ein so ein Gag von dem Spiel oder von der Serie. Boah, klettert der jetzt hier aufs Hausdach? Oh, das ist einer, der ist so ein bisschen anders. Der ist irgendwie geiler unterwegs. Some allies are team members who can work with together. Team members will come to your orders. Okay, mit unten geben, mit Steuerkreuz nach unten. Automatically fight nearby titans. Escort will cause team members to protect important allied soldiers. Focus will cause team members to attack the same titans. Das will ich jetzt, genau. Ja. Die geben mir dann teilweise auch Items. Okay. Focus. Sieht aus. Hab ich gemacht. So, jetzt bin ich irgendwie vom Dach geflogen. Ja, du kommst natürlich nicht ran, ne? Ja, oh, der tritt da drauf. Aua. So, das ist aber nicht höflich. Das hat ihm nur wehgetan, oder? Nee, der ist gut. Nein, geschafft. War gar nicht so schwer. Wieder mal. Guck mal, ach so, ich kann jetzt das Bein wegschneiden, dann krieg ich halt was. Ach. So ein Material. Also man muss dann noch zusätzliche Aufgaben erfüllen, um so diese Materialien zu bekommen. Ja, nein, dann hack ihm mal ein Bein weg. Das braucht er ja nicht mehr. Braucht er nicht mehr, genau. Zack. Mal gucken, wie er dann sich bewegt. Das sieht bestimmt lustig aus. Aber der Kind ist auch sehr überfröhlich, als hätte er ein bisschen zu viel Ecstasy genommen. So. Vielleicht sind die Titanen dadurch entstanden. Einfach zu viel Drogen. Zu viele Drogen. Man weiß es nicht. Okay, also so ein bisschen Blut ist schon am Start. Ich denke mal, diese Bluteffekte sind einfach weg, wenn man das jetzt ausschaltet. Ja. Aber so richtig widerlich finde ich es jetzt nicht. Aber auch mal, wie das Blut einfach wegtrocknet. Einfach ja. Zauberblut. Zauberklamotten. Das, genau. Verdampft einfach. Oh, er hat einen Schweißtropfen auf der Wange. Nein! Und auf der noch Stirn. Einen. Und noch einen auf der anderen Wange. Glaub's nicht. Ja, das sehe ich auch. Stating the obvious. Conny ist nicht sehr hell, dann lass ihn in Ruhe. Jetzt müssen wir den Großen töten. Das hat Eren ja in der Serie dann auch versucht, ne? Ja. Lief jetzt nicht so mega erfolgreich. Vielleicht können wir es besser machen und die Serie an der Stelle beenden. Komm. Chapter 1, we end the war. Ja. Ja, dann kommt halt der Nächste, der so groß ist. Propeller. Ja, ich bin ein Hubschraub. Hubschraub, Schraub, 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 Schraub.
Guck mal, ich habe diesen geilen Schrein. Nein, du hast den wirklich, Alter. Ist doch der Hammer. So, ja, ist ja gut. Darf ich ihn jetzt bitte töten? Komm. Mann, das ist voll unproportional. Ja, ist echt ganz schön komisch geformt. Sieht aus wie ein One-Piece-Charakter. Ja. Die sehen auch immer so aus. So, es ist jetzt unser erster Bossfight. Der brennt. Bossfight! Er dampft. Ich weiß nicht, ich stehe da, glaube ich, mittig. Ich bin halt nicht so groß. So, Combat Mode. Das ist wie seine Nase. Zack. Au. Wenn er ausatmet, dann ist man... tot. Okay. Und wie kann ich jetzt... Wollt ihr mir noch sagen, wie ich da irgendwie... Achso, die Kanonen. Aha. Jetzt muss ich erst noch die Kanonen benutzen. Verstehe. Ist ja super abwechslungsreich, das Spiel. Was beschweren sich denn alle? Also, mit B, dann kann ich zielen. Mit Y feuere ich die Kanone. Und B ist wieder, um rauszugehen. Dann machen wir ihn ein schönes Nasenloch. Okay. Ein drittes. Man ist halt wirklich sehr klein, ne? Ja. Stört ihn echt nur so ein bisschen. In dein Gesicht. In your face. Aber irgendwie macht der halt auch nicht so viel, ne? Also, Na, der atmet jetzt, halt. Jetzt haut er bestimmt gleich die Kanone kaputt. Ja. Auf den Arm. Ich versuch's. Oh, ja, sehr gut. Works. Jetzt fällt er auf. Fall um! Und er ist tot. Er ist jetzt umgefallen. Ja, wir haben es geschafft. Er ist besiegt. Oh mein Gott. Nie das wieder kämpfen gegen Titan. Bei eine Kanone. Er ist aber schon so ein bisschen doof, dass er wirklich denkt, dass das hilft. Ne? Ja, also, das ich weiß es nicht. Ja. Guck mal, jetzt versucht er jetzt... Ja, das ist die Szene mehr oder weniger aus der Serie. Ne? Ja. Wo er es versucht und dann... Du dampft. Das aber nichts. Wird er weggedampft. Ja. Alter, ich dampf dir eine. Und der ist weg. Verschwunden. Ja, genau. Irgendwo mal ranankern wäre nicht schlecht. Ja, ja, sehr gut. Na, der hat halt Angst vor dir, Eren. Weißt du, der hat einfach Angst bekommen und ist weggerannt. So würde ich das jetzt interpretieren, wenn ich der überoptimistische Eren bin. Ja, genau. Mit seinem riesen Ego. Ja, macht immer so Schnippdiwupps. Ist halt ein Zauberer. Das weiß man dann übrigens auch schon. Warum, wie der das macht oder warum. Ja. Okay. Ja, vielleicht muss ich doch mal den Manga lesen, also aber eigentlich wollte ich auf die Serie warten. Also das Geheimnis hinter dem Großen und hinter dem Colossal Titan. Mhm. Also hinter dem, mit der... Ja, hinten dem, genau. Der die Tür eingerannt hat. Das Tor eingerannt hat, oder was? Ja, naja, ich finde halt auch. Rüstung ist immer so... Boah, Dennis, S. Ich bin halt einfach der King. Mr. King. Ich habe ja jeden Titan beim ersten Angriff getötet, mehr oder weniger. Also, es ist nicht so schwierig, das Spiel. Wie gesagt, man muss einmal A und einmal Y drücken. Das kriegt man sogar mit geschlossenen Augen hin. Habe ich das Gefühl. Es sei denn, es wird jetzt sollten sie im Anime sollten sie sich mal eine Scheibe von dir abschneiden, ne? Na, Mikasa macht das ja. Ja. Aber die schneiden sich ja alle eine Scheibe von den Titanen ab. So, wir haben eine Menge Zeug gesammelt. Sehr gut. Interessiert niemanden. Wir wollen jetzt den nächsten Titanenkampf haben. Colossal Titan. Story soll weitergehen. Die haben auch so Jahreszahlen, das wusste ich gar nicht. Ja, ist ja 845. Whatever. Es ist das Jahr nach dem Auftauchen der Titans oder was? Oder wie rechnen die, weißt du? Weil würde ja Sinn machen, so ist ein paar hundert Jahre her, so 800 Jahre, kann das sein. Die werden ja, die haben ja. Ich gehe ja davon aus, dass es schon mal eine ganz zivilisierte Welt war. Ich nehme auch, dass die schon lange nach der Höchstzivilisation sind. Also in meinem Kopf ist das immer weiterentwickelt als da jetzt gewesen. Definitiv. Und dann haben sie sich wieder zurückentwickelt sozusagen. Genau. So ein bisschen. Oh, Thomas! Oh! Was hast du voll toll gemacht! Oh, wir machen uns nicht lustig bei der japanischen Sprache! Sprachduktus! Humanity's Enemy, Also die erzählen jetzt alle so ein bisschen, das ist ein bisschen für die Atmosphäre gut, aber eigentlich... Wer ihm die Koteletten erlaubt hat. Ja, das weiß keiner. Aber was ist hier los? Oh mein Gott! Die ganze Stadt wurde angegriffen! Oh Gott! Erins Gesicht ist auch entglitten. Ja. Wir sollten zurück zur Basis. Ja, genau. Aber ich glaube, ich soll hier erstmal Leute anlabern. Aha, guck mal, jetzt kann ich nochmal hier gucken, dass weiterentwickelt wird. Die stehen auch einfach immer da. Ja. Warten. Ach, hier kann ich dann auswählen. Okay, also eigentlich ist... Ach ja, und hier ist das Mobility Gear. Das kann ich dann da auch verändern. Okay.
Also eigentlich ist es nur interessant hier oben dieses Blades-Ding, weil da kann ich neue Sachen erforschen. Achso, da kann ich aber jetzt hier nichts Neues erforschen, weil wir nicht in der Basis sind, sondern... Genau, okay. Du kannst halt quasi zwischen dem auswählen, was du hast. New Developments. Haben wir hier, doch, ich kann doch neue Sachen machen. Drumsticks? Warum? Wozu? Weiß ich nicht, da kann man trommeln. Ist doch schön. Eine Trommel gab es ja auch. Also hier, guck mal, eine Trommel kann ich ja auch noch besorgen. Da habe ich weniger Schwertdinger. Ja, aber das dient ja quasi als dein Schwert. Also diese Drumsticks. Ja, ich habe keine Ahnung. Was waren das? Das da, das, damit kann man Staub wischen. Staubwedeln ist das. Ich glaube, das sind alles so Gag-Sachen. Ich glaube, das ist nicht ernsthaft gemeint. Staubwedel dir an der Nase rum. Also ich finde die ganzen Sachen alle, ehrlich gesagt, scheiße. Weil die sind alle, machen nämlich nur schwächer und halten halt länger. Aber wir haben ja leicht, wir spielen auf leicht. Ja. Und da brauchen wir ja nicht lange, wie heißt es, Ausdauer. Mhm. Oh, Ausrufezeichen. Es geht weiter. Okay, wir sollen uns jetzt zurückbewegen zum Headquarter. Ja. Da habe ich schon überlegt, wie sie das machen, die Missionen aufbauen. Weil ich fand in der Serie, und das war einer meiner Hauptkritikpunkte, ist ja im Endeffekt, wenn du es mal aufs Wesentliche reduzierst, nicht viel passiert. Sie hatten, glaube ich, 3 größere Kämpfe in der gesamten Serie und die waren dann gestreckt über jeweils ein paar Folgen. Ja. Also es gab ja später noch den, wir kommen ja nochmal raus aus dem, aus der inneren Ummauerung und so. Das dauert ja dann auch nochmal 4-5 Folgen, wo sie dann da draußen im Wald und so sind. Dann hast du jetzt hier diesen Kampf mit diesem Riesen-Titan, wo du dann allein schon 2 Folgen sich wieder durch die Stadt zurückbewegen musst, gefühlt so. Also es ist... Sie strecken es jetzt also hier genauso. Das ist die nächste Mission ist, wir müssen uns durch die Stadt zurückbewegen. Na gut. Dann laufen wir halt mal von A nach B. Können wir nicht in die U-Bahn steigen oder so? Das geht doch schnell. Früher hatten die doch am Anfang hatten die doch noch so Boote, mit denen sie geflüchtet sind. Wieso können wir damit jetzt nicht? Haben die nicht noch mehr Boote? Genau, als wären die Boote so viel schneller. Wollen die nicht? Muss ich zumindest nicht durch die Gegend laufen. Der hat definitiv Drogen genommen. Kids. So, jetzt müssen wir mit den Titanen den Boden aufwischen, die schon in die Stadt rein sind, durch das Loch. Okay. Dass sie mal so schreien müssen, wenn die reden. In Anime ist ja sowieso immer... Ja, ich meine, da könnte ich einen normalen Ton sagen. Nee, geht nicht. Erin kann sich gar nicht auf den Rücken hauen, der hat einen Schrein im Weg. Warum heute? Ich wollte doch morgen zurück in den inneren Kreis flüchten. Bisschen scheiße, war gelaufen. Tja, Jean, hast du Pech gehabt, my friend. Oh, sie ist eine Elite. Das ist ganz schön beschissen, weil sie die Beste ist. Sie wollte doch eigentlich Eren bewachen. Oh, Mikasa, verstehst du das denn? Halt da, bist du dumm, du dummer Kuh. Stell dich doch nicht so dumm an. Du musst da halt da nach hinten gehen. So, stirb jetzt hier nicht. Nein, das kann ich kann doch jetzt nicht sterben. Nein. Not in my watch. So, ich weiß immer noch nicht, was hier los ist. Das wirst du auch jetzt in diesem Chapter nicht lernen, mein Freund. Armin. Heißes. So. Armin. Nein, mach uns gar nicht über die lustig. Was machst du denn? Skip? Nein, ich wollte nicht skippen, ich wollte nur... Ich hätte es gerade am lustigsten. Armin hat gerade nicht so Bock drauf. Er findet es gerade total geil. Armin ist gerade voll in seinem Element. Ja. War es Dutzende Titanen, die wir töten müssen? Voll dabei. Sehr optimistisch. So, jetzt machen wir vier Tote. Jetzt machen wir einen Wettbewerb. So, das ist unser Squad. Let's do this shit. Jetzt kann ich zeigen, ob das vorhin Glück war in der letzten Mission. Wer ist denn Squad-Leader von uns? Na, ich. Hallo? So, spinnst du? Gut. Ich natürlich. Ja. Ich bin schließlich einer der Tollsten hier. Du hast den Schrein ich auf dem Schrein. Rücken. So. Wusch. Also dieses durch die Gegend manövrieren ist tatsächlich ganz lustig. Ups. Also außer man... Außer natürlich, man geht irgendwo gegen Dach gegen. Da ist Armin. Ach, Mann, das ist echt nicht so einfach. Join up with Armin. Ja, ich weiß nicht, wie ich da jetzt hochkomme. Some allies and soldiers will become your team members by pressing B next, Sam. Up to 4 team members. Okay, also ich kann mir da eine Menge Leute suchen. Ich muss aber erstmal hoch. Geschafft. So, man muss ein bisschen nach oben zielen. So, dann nehme ich mir jetzt den besten Kämpfer, den wir in der Truppe haben, nehme ich mir jetzt mit. Armin. Ja, deswegen ist der Einzige, der taktisch denken kann. Ja, was habe ich davon? Da ist irgendwas C, was ist das? Oh, ja, nein. Mann, das ist, also wie auch in der Realität, also in der Realität der Serie, ist es nicht so einfach, damit zu manövrieren tatsächlich. Ja.
Oh, was grün? Grün? Was war grün? Das war, wir müssen da hin und helfen. Okay. Side Missions. Battlefield when help is needed. Okay, also einfach eine Nebenmission. Gibt uns zusätzliche Sachen. Okay. Machen wir jetzt. Warte, mit wer ist denn die da? Ist die aus unserem Team? Ja, ja, ich habe die jetzt gerade mitgenommen. Achso, da, das ist. Ich dachte, das wäre Jean. Nee, Jean hat keine grauen Haare. Naja. Oh, da ist ein Titan. Den mache ich jetzt kaputt. Guck mal, wie der liegt. Ist ja lustig. Dem Ramjas hat ein Messer in den Arsch. So, erstmal kommt. Erstmal geht der Arm weg. Brauchst du nicht. Der Arm ist überflüssig. Ah, Mist. Verdammt. Hat sich gelöst. In der Luft! Zack! In der Luft weggeschnitten. In your face. Au, aber es ist ganz cool, wie die Häuser alle kaputt gehen. Es hat was. Nimm doch gerade Platz. Naja, er ist noch nicht tot. Er ist noch nicht tot. Mann, ich muss. Ja, man darf den der Winkel. Ja. Die Häuser sind so leider so fachwerkmäßig, gehen die dann so nach oben, werden die breiter. Der läuft schon wieder so geil. Der läuft vor allem einfach gegen das Haus. Wusch! Hab dich. Zack. So, jetzt wollen wir eigentlich hier um die Ecke. Wo wollen wir denn jetzt? Mal zu dem grünen Ding. Achso. Da ist schon wieder einer gestorben, aber ist egal. Einer von uns? Nee. Achso. Kann ja nicht sein. Grüner Rauch. Was ist jetzt hier? Ah, da ist ein Titan. Au! Der rennt. Ich glaub's ja. Der ist echt ganz schön fix, der Gute. Guck mal, der hat so einen Fackelkopf. Ja, jetzt nicht mehr. So, wir haben irgendjemanden gerettet. Kann ich mir jetzt noch jemanden mitnehmen irgendwie? Nee. Hier ist Resupply. Hab noch ordentlich Gas. Da ist wieder da ist rot. Einer. Hoppa. Mal so nett. Ja, ist echt... Zack. Erstmal Arm weg. Danke dafür. Oh, und der arme Titan. Jetzt Kopf weg. Naja, fast. Doch, läuft. Da ist roter Rauch. Das ist noch viel roter dringender. Roter Rauch ist dringender als grüner Rauch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen da schnell hin. Nein, das ist die falsche Richtung. Ist es? Hier, das ist. Wo ist die richtige? Da ist die richtige Richtung. Ja. Mann, diese Fachwerkhäuser nerven. Können die nicht mal Glas? Ja, da ist ein großer Häuser bauen Stein. Und da müsste er hin. Wieso zu ist da ein Stein? Was soll ich denn bei einem Stein? Na, da ist der rote Rauch. Also hinter dem Stein. Ja, hier sind eine Menge Titanen. Soll ich den jetzt. Wasser! Nein, da wollen wir nicht hin. Also, ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Eigentlich sollten wir auf dem Wasser leben. Sagt der so. Warum haben die eigentlich keine Wasserstadt gebaut? Warum haben die keine Wassergräben um die Stadt rum wie bei einer Burg? Ja. Das wäre doch jetzt irgendwie schlauer, oder? Ja, so 20 Meter tief. Obwohl, ertrinken Titan? Ist das schon geklärt worden? Wahrscheinlich noch nicht, wenn du so doof fragst. Weiß es nicht. Also, weil in der ersten Staffel wird es noch nicht geklärt, ob Titanen schwimmen können. Aber es wird ja auch nie wichtig. Also, nee. Weil sie eben so dumm sind, um Wasserdings zu bauen. Ja. Wassergräben. Bumm. Kopf zuerst Plopp. So, replenishing items, you may discover an eaten soldier killed by the Titan. Ja, das kann schon mal passieren. Da kann ich Haben mich dann auch wieder... Haben wir denn jetzt gerade jemanden Gefressenes gefunden? Nee. Oh, doch, da. Also irgendwas klingt hier so, ne? Als, aber ich sehe keinen. Oh. Die sind eigentlich alle noch recht fit. Was ist das? Ich guck mal, was hier ist. Hier kann ich irgendwas wieder auffüllen vielleicht. Nee, der kommt dann mit, oder was? Ja, jetzt. Achso, hier, guck mal, kann ich das aufnehmen und hier mein Gas wieder auffüllen. Achso, das ist der Gefressene, Eingefressene. Ja, das war der. Der lag hinter einem anderen Typen, deswegen habe ich ihn nicht gesehen. So, was ist jetzt? Der andere stand einfach so davor. Oh, das war ihm egal. Schön. Guck mal, da ist der Nächste. Uah, was macht der? Was für ein geiler Sprung war das denn? Selbstzerstörerisch, ne? Das ist ja der Hammer. So, jetzt. Das war bestimmt mein Olympionik. Wie war das? Der waren das mal Menschen? War das mal Menschen, Laura? Nein. Nein! Jetzt rette dich. Rette dich vor Spoilern. Aber der hat das halt so gesprungen. Ja, okay. Wie so ein das mag gut Schwimmer. Sein. Aber so wie der gegrinst hat, war der aber eher tendenziell ein Paralympics-Olympionik. Sorry. Ja. Ja, die sind gerade die Paralympics, deswegen komme ich drauf. So. So. Witz unter die Gürtellinie. Nö, wieso? Nur weil die im Rollstuhl sitzen, ist das doch... Nein. Teilweise. Aber der war hässlich. Der war hässlich. Der ist auch hässlich und trotzdem... Ja, der ist echt hässlich. Und der
Japan, warum können die alle rennen? Eigentlich kann. Eigentlich können auch nur für so wenige. Ein paar rennen. Besondere rennen. Das ist richtig. Irgendwie besiegen wir die gerade relativ gut. Ja, sind schon, wieder, sind einfach roter gespawnt. Rauch, roter Rauch. Voll gemein. Das ist einfach lustig, gegen die Wände. Ja. Ja, was man halt in der Serie nicht sieht, ist, dass das die ganze Zeit so läuft, ne? Ja. Fliegen halt ständig gegen irgendwelche Wände, nur das ist halt blöd, deswegen zeigen die es nicht. So, ah, mach mal. Ist ja wie eine Dokumentation hier über unsere tapferen Helden in der Serie und die zeigen natürlich nicht die peinlichen Sachen. Da ist wieder einer gestorben. Tot. Hm. Da irgendwo. Aber sehe ich jetzt nicht. So, irgendwo ich will jetzt erstmal die Titanen besiegen. So. Ach, da, der ist so fett. Der ist groß und fett. Ah, nee, ich will den anderen haben. Gib mir den großen. Der hat dich gesehen. Na, dann muss ich halt den machen. Ja, das, der wollte eben nicht so, wie ich wollte. They reached our headquarters? Warum? Oh. War das so gedacht? Ja, das ist auch in der Serie auch passiert. Oh nein, gefressen. Wir wollten uns das doch angucken. Passiert gar nichts, das ist überhaupt kein. Das war gar Blut. Nicht blutig. Das ist ja lame-o. Normalerweise machen die immer so Sachen wie Kopf. Siehst du, man kann die sogar von vorne besiegen. Man muss ich schwing mich immer ewig um die rum. Dabei kann man die auch einfach von vorne besiegen. Ist ja voll albern. Was eigentlich auch voll dezent widerlich ist, ist ja die Tatsache, dass wenn die irgendwann so viele Menschen gefressen haben, dass der Magen voll ist, die einfach so. Dann kommen die oben wieder auskotzen, raus, ja. Das ist tatsächlich nicht nur dezent widerlich. Sondern massiv widerlich. Ja. Siehst du, da oben über der Karte haben wir übrigens so eine Anzeige, wie viele Titanen und wie viele von uns es noch gibt. Habe ich auch noch nicht bemerkt. Aber guck mal, es gibt mehr von uns als von denen. Das ist schon mal wichtig. Auch schon wieder grüner Rauch. Was seid ihr denn alle so schlechte Luschen? Ja. Immer brauchen die unsere Hilfe. Ich hole mir jetzt erstmal das, was die Leiche da liegen lässt. Auch seine Nachteile, immer der Beste zu sein, war auch tot. Und Aaron ist ja nun mal immer der Beste, wie wir wissen. So. Wo in welche Richtung ist. Ich finde das echt verwirrend mit der Richtung. Okay, so. Das ist alles so dreidimensional. Ja, hast du nicht vorhin auch gesagt, du kommst im dreidimensionalen Raum ganz gut klar? Normalerweise schon. Zumindest im Videospiel. Das ist ein Videospiel. Ja, in Videospielen. Boom. Bis zu diesem Videospiel. In den Busch. Das Videospiel, alle Videospiele zu beenden. Vor allem, deine Teammitglieder sind halt auch ein bisschen blöd, ne? Die stellen sich dann einfach zu dir in den Busch. Ja, naja, die denken, in dem Busch gibt's was umsonst, ne? Das ist halt. Boom. Medium Titan spotted, ja, ist ja gut. Es ist wirklich. Wenn man zu nah an Häuserwänden steht, dann geht's nicht. Mhm. Dann wollen sie nicht. So, da ist er doch schon. Der ist doch bestimmt der hier Ärger macht. Schon wieder was kaputt gemacht. Ist aber ganz cool, dass die Häuser kaputt gehen. Ja. Also, das finde ich ganz nett. Ich meine, die Häuser sehen alle gleich aus, insofern ist es nicht so spannend, aber ich sag, die Titanen kriegt man auch ganz gut tot. Problem ist eher so mittel. Da ist schon wieder roter Rauch. Oh, direkt hinter uns irgendwo. Mensch, Leute, ihr könnt aber auch gar nichts. Nee, die brauchen. Eren macht hier alles alleine. Ja. Da, oh. Das sind aber echt eine Menge Titanen hier. Guck mal, ein ganz großer und ein ganz kleiner. Und der frisst gerade. Entschuldigung, ich nicht mehr. Wir stören halt mal kurz. Oh, du willst offensichtlich mich aus der Luft pflücken? Kannst du vergessen. Aha. Der rennt irgendwie weg. Ich glaube, der hat Angst vor mir. Ich glaube, er wollte einfach nur warum. Er wollte einfach nur jemanden fressen. Der frisst auch schon wieder. Sag mal, Leute. Hab's. Nein! Wieso? Der ist wie so ein kleines Baby. Der hatte, okay, der gut, wenn man das Gesicht sieht, ist doch kein kleines Baby. Na, wobei, also ich meine, so viel hübscher sind manche Babys auch nicht. Zack. Guck dir nochmal ganz genau das Gesicht an. Ja, okay. Na gut. Das ist nicht gerade sehr baby-like. Aber wie von so einem Kleinwüchsigen, die haben doch auch mal so einen großen, etwas anders geformten Kopf. Das. Ja. Sein Babykörper. Dieses kleines, sehr riesiges Baby. Ich weiß nicht so genau, was man hier machen muss, damit man stirbt. Also, weil es ist echt. Dich einfach fressen lassen. Soll ich es mal machen? Hast du es wirklich ausprobiert? Er will mich ja gar nicht fressen. Guck mal, der ist von mir weg. Nein, tu mir nicht weh. Hä? Ja, hier sind einfach zu viele, weißt du? Ja, er will halt einfach lieber Vanina deine fressen. Freunde. Oh! Wow, Thomas ist voll der Held, Man, oder? Thomas! Hat Mina gerettet. Thomas ist voll gut, ey. Na gut, dann machen wir das jetzt mal.
Und keiner von denen kann gut drücken, wirklich. Alter, das ist echt krass, ne? Also jetzt weiß ich auch, was die meinen mit den Missionen sind irgendwie über sehr lange Zeit immer sehr ähnlich. Wer ist denn das? Ich weiß nicht. Irgend so ein Typ. Sehen wir jetzt schon, wie der gefressen wird? Ja. Ich hoffe doch. Oh. Geiler Angriff, ey. Aber wir haben es nicht direkt gesehen, ne? Egal, aber... Aber da sind noch mehr. Da kommen... Aber die Musik ist irgendwie... Ach, jetzt geht die Musik wieder los. Da, da, da. Completing Side Missions, Decisive Battle Signals. Aha. Achso, und wenn es voll ist, dann kommt das entscheidende Dings. Es ist voll. Ist es voll? Weiß ich nicht, doch. Glaube schon. Ich gehe jetzt mal zu dem dahin. Der leuchtet der so brennt. Schön rot. Der ist irgendwie Wieso wichtig. Wieso brennt der? Weil der wichtig ist. Guck mal, das ist... Guck mal, da kriegen wir sogar zwei... So, zwei Fokus mal. Zeug. Zwei Zeug. Ja, ich weiß auch nicht, was das für Material, Baumaterial, ja. Keine Ahnung. Hä, ja, das hat nicht geklappt. Okay, dann, da braucht man offensichtlich zwei Angriffe teilweise. Bei den Starken. So, jetzt ist aber das Bein weg. Den Arm nehmen wir auch noch. Ja, da muss ich aber erstmal finden. Ach komm, der will immer nicht. Okay, die Bewegung sieht echt hammerlustig aus. So, den Arm Materials haben wir auch. Acquired. So, jetzt können wir den beenden hier. Der sein wertloses Leben beenden. Oh, das war die Schulter. Husch! Das... Aber es ist echt ganz cool, das ist das Manövrieren, das macht Spaß. Au. Ich krieg den irgendwie nicht. Au. Der hat immer noch was. Der lebt noch. Aber ganz schön... haarig langsam. Ja. Au, ich bin gegen das Haus geflogen. Ja, der steht da einfach blöd bei dem Haus. Ne? Ich mache jetzt mal dieses Decisive Battle Signal. Vielleicht ist das dann schon... Vielleicht passt das dann schon. Wir leuchten blau. Warum leuchten wir blau? Oh, wie cool. Weil wir jetzt wichtig sind. Oh, wir sind jetzt wichtig. So, jetzt vielleicht kann ich den jetzt besiegen. Husch! Ja, tot. Haben wir gemacht. Die anderen haben gar nichts gemacht. Mission complete! Juhu! Das heißt, jetzt kommt... Jetzt kommt... Müsste eigentlich so Zwischensequenz oder so, nicht? Ja, jetzt ist erstmal... Reden sie erstmal. Ja, da Zwischensequenz, ist tatsächlich. Hey, hi! Hallo! Hi! Nein, es geht noch viel schlimmer. Schlimmer wird's nicht. Ja. Oh. Armer Thomas. Der Thomas. Er war halt lecker. Weg ist es. Das Menschlein. Hä? Ihn fressen. Hast du doch gesehen. Schrei doch nicht. Der versteht das doch immer. Aber die anderen sind ihm egal. So, da war ab war das Bein. Das ist natürlich ungünstig. Ach so. Noch einer. Der ist jetzt mach halt was. Du hast ein Messer in der Hand. Schwerter in der Hand. Depp. Oh, oh. Sie auch. Der guckt ja geil. Der Titan. Oh. Armin, du Depp. Armin gibt mach auf. Mach doch irgendwas. Ja, mach da doch aufgeben. Wie zärtlich die dann auch manchmal so die Leute fressen, ne? Das ist schon ganz lustig so. So liebevoll sie angucken. Dumbledore. Dumbledore? Bitte fetter Dumbledore. Friss mich nicht. Oh nein. Tja, das war's mit Armin. Arumino. Arumino. Respekt, das mit einem Bein. Das sah so aus, als wäre Armin schon deutlich tiefer in der Kehle. Der rutschte schon seit 20 Sekunden. Der rutschte schon seit 20 Minuten. Weil so wie lange Erin gebraucht hat, um darüber zu kommen. Er war sehr schnell. Na, dann mach's nicht.
wie die immer noch so viel labern können in so einer Situation. Hurri! Au. So viel zum Thema Hand. Schluck. Und weg. Das war's mit unserem Hauptcharakter. Erin ist damit jetzt tot. Ja. Dann. Blöd. Dann sind wir jetzt Armin und können nicht mehr kämpfen. Dann war's das jetzt mit dem Spiel. Ja. Vorbei. Dann war's das. Kann man nichts machen. Mikasa spürt das natürlich. Guckt halt. Sie spürt das. So in der Gegend rum. Ja, toll, du hast einfach mal deinen Charakter getötet. Warum habe ich das getan? Ich bin so schlecht. Ja. Ja, so ist es. Das war Folge 3 von Dingens. Mit einem traumatischen Cliffhanger. Ein traumatischer Cliffhanger. Laura, was meinst du? Sollen wir den Cliffhanger noch auflösen? Oder sollen wir es lassen? Sag ja oder nein. Daumen hoch, Daumen runter. Da gibt's um die Zwischensequenz wäre schon ganz schön. Na, um das aufzulösen. Na gut, eine machen wir noch. Eine geht noch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit wahrscheinlich der letzten, es sei denn, das Spiel überrascht uns, wird unglaublich gut. Ja. Und wir müssen nicht wieder 25 Minuten das immer selbe machen. Hoffentlich. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.